Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video konstante Klassenmethoden anschauen und dazu erstelle ich gleich mal ein Header-File für eine Beispielklasse. Die nenne ich ganz einfach A und das soll ein Header-File werden. Ich erstelle hier eben diese besagte Klasse A und ich erstelle mir hier zusätzlich auch ein Feld in dieser Klasse. Und in dieser Klasse sollen zwei Methoden enthalten sein. Eine Methode erhöht diesen Zähler hier oben. Die untere Methode gibt bloß den Wert dieses Zählers zurück. Also wirklich ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Was hier aber jetzt eben interessant ist, ist, dass ich hier eben diese Methode mit dem const-Schlüsselwort kennzeichnen kann. Und das sagt letztendlich nichts anderes aus, als dass ich eben innerhalb dieser Methode die Felder des entsprechenden Objekts nicht ändern. Das heißt letztendlich bloß, in dieser Get-Methode wird hier dieser Feldwert nicht manipuliert. Er bleibt konstant. Und das sagt eben dieses const aus. Wenn ich das Ganze implementieren möchte, dann kann ich mir natürlich eine CPP-Datei für diese Klasse A erstellen. Und die schiebe ich jetzt mal rechts rüber. Hier kann ich dann eben diesen Header inkluden. Und diese beiden Methoden, die ich hier bloß deklariert habe, implementieren. Das heißt, ich fange hier eben an mit a:erhöhe-Zähler. Was ich hier mache, ist einfach Zähler um 1 erhöhen. Und wenn wir hier eben die getZähler-Methode haben, dann gebe ich hier eben bloß diesen Zählerwert zurück. Und man sieht hier eben auch schon, dass der Compiler meckert. Warum? Weil ich hier eben diese const-Definition nicht mit übernommen habe. Also dieses const-Schlüsselwort müssen wir eben im Gegensatz zum static-Schlüsselwort aus dem vorherigen Video eben mit in die Implementierung in der Source-Datei mit übernehmen. Aber man sieht hier eben, innerhalb dieser Methode wird der Zähler, unser einziges Feld in diesem Fall, eben nicht verändert. Und so können wir eben Methoden kennzeichnen, die nichts an der Klasse ändern, indem wir const dahinter schreiben. Diese const-Geschichte bei Methoden gehört mit zum Konzept der sogenannten const correctness. Was heißt das? Ich sollte eben Methoden kennzeichnen, die keine Feldwerte ändern, sind constant. Das sind im Übrigen auf jeden Fall immer Getter-Methoden, weil Getter bloß bestimmte Feldwerte im Normalfall zurückgeben. Also das sind immer die ersten, die man eben mit const kennzeichnen kann. Und die nächste Überlegung ist, benötige, oder eigentlich besser gesagt, Parameter wie Zeiger oder Referenzen, die nicht verändert werden sollen, können ebenfalls als const gekennzeichnet werden. Das sind eben die Dinge, die man beachten muss bei der sogenannten const correctness. Wenn Sie Ihre Klassen schreiben, überlegen Sie sich also,
kann ich Methoden mit Const kennzeichnen. Warum? Weil sie eben keine Feldwerte verändern. Und Punkt 2 ist eben, dass wenn wir Zeiger oder Referenzen als Parameter übernehmen, können wir diese auch in jedweder Form als konstant kennzeichnen. Also konstante Referenzen oder eben konstante Pointer, sei es eben im Hinblick auf Veränderungen des Speicherbereichs dahinter oder auf Veränderungen oder auf Umbiegen des Zeigers, den wir da bekommen. Und genau das ist eben die Frage, die man sich stellen sollte. Und ich sage es Ihnen gleich, die Const Correctness eben nachträglich zu sehr vielen Klassen hinzuzufügen, ist kein Spaß, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Achten Sie lieber genau dann, wenn Sie Ihre Klasse schreiben, bereits darauf, dass Sie die Const Correctness erfüllen. Also zeichnen Sie eben Parameter, die Pointer oder Referenzen sind, als konstant, wenn möglich. Und zeichnen Sie Methoden aus, die konstant sind, da Sie keine Feldwerte verändern. Und damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Was würde das für uns heißen? Warum sollte ich hier unbedingt einen Zeiger als, oder besser gesagt, eine Methode als konstant kennzeichnen? Wenn Sie einen Pointer haben, der den Speicherbereich dahinter nicht verändern darf, dann dürfen Sie natürlich nur diese Methoden aufrufen, die als constant gekennzeichnet sind auf dem Objekt. Das können wir ja nochmal hier in der Program CPP andeuten. Wenn ich jetzt hier eben mir mal ein Objekt von A erstelle, und ich mache mir jetzt einen, zum Beispiel eine konstante Referenz auf dieses Objekt. Kann ich jetzt über diese Referenz natürlich nicht erhöhe Zähler aufrufen. Warum? Ich habe mit dieser Referenz festgelegt, dass ich den Speicherbereich dahinter nicht ändere. Deswegen darf ich auch nicht erhöhe Zähler aufrufen. Was ich aber sehr wohl machen darf, ist hier getZähler einsetzen. Warum? Weil diese Methode eben konstant ist und damit sichergestellt ist, dass der Speicherbereich dahinter nicht verändert wird. Die Const Correctness ist also letztendlich ein Hilfsmittel für uns als Entwickler, auch wenn man das vielleicht beim Schreiben der Klassen und man muss die Const Correctness beachten, eben so nicht feststellt. Aber tatsächlich ist es eben ein Hilfsmittel für uns, weil der Compiler uns frühzeitig sagt, wenn wir Methoden falsch aufrufen. Wenn wir eben alles als nicht, wenn wir Pointer und Referenzen nicht mit konstant einschränken, wo wir das machen könnten, kann es eben sein, dass uns mal ein Fehler durchrutscht. Wenn wir schreiben Code oder jemand anders schreibt vielleicht auch Code, der unseren Code gerade bearbeitet, wo eben ein Fehler dadurch entsteht. Und durch die Const Correctness kann man eben solche Sachen sicherstellen. Und das Beste ist eben, man überlegt sich sofort beim Schreiben einer Klasse, was kann ich alles konstant machen? Und dann befinden Sie sich eben auf dem Weg der Const Correctness. Damit sind wir auch am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!